Und ich bin dann auch, also ich bin dreimal, glaube ich, in der Kampf gewesen. Eben während des Kriegs, das war dann vielleicht tagsüber ging es. Aber so wie es dunkel wurde, da musste man sich schön einschließen. Denn dann knallte es. Und die verschiedenen Gruppen, die gegeneinander kämpften, die schossen sich. Also man, mit einfach Beginn der Dunkelheit konnte man nicht mehr auf die Straße gehen. Ja, trotzdem, ich fand das, also, dass ich das alles erlebt habe, fand ich herrlich. Und diese Kämpfe waren in, fanden in Saigon statt? Oder in unter, ach, verschiedene. Unser Sohn ist in der, so, in der Mitte von Vietnam, bei Hue, ist der in Feuergefecht geraten. Aber es gab in Saigon natürlich auch, aber nur nachts. Da war also, musste man drin bleiben, ja nicht rausgehen, auch die Fenster zu machen, wenn die knallten noch auf die Fenster. Die waren ja überall, der Vietcong war ja überall unterirdisch. Das war die berühmte Geschichte. Deshalb, ich bin durch solche Tunnel gegangen, ja. Ich kenne das. Die waren überall, die waren so niedrig. Ja. Die waren in, die sind in Saigon schon gewesen. Recht ziemlich frühzeitig, okay. Aber unten. Und nachts sind sie hochgekommen durch die Löcher nach oben. Und dann haben sie gekämpft und sind beim Morgengrauen wieder verschwunden. So. Und sie haben dann das Kind adoptiert, habe ich das richtig verstanden? Bitte? Das Kind haben Sie adoptiert? Ja, später. Also wir hatten natürlich die Hoffnung, dass man den Recht hatte, dieses Kind, aber die hatten ja 10, also. Und die Eltern, die baten uns dann flehentlich, das Kind vorläufig zu behalten. Sie könnten dann überhaupt nicht, es gab nichts zu essen und es war keine medizinische Versorgung. Und, also, und der Vater hatte keine Beine mehr. Ja, der hatte im Krieg schon, also bei den Auseinandersetzungen. Und der Sohn war querschnittsgelähmt? Ja. Permanent? Also der ist schon auf dem Boot, auf dem sie lebten. Auf dem Fischerboot. Ist der schon verwundet worden. Und dann haben sie das Boot verloren durch die Kämpfe. Wie gesagt, Hue liegt direkt, also fast auf der Demarkationslinie. Schöne alte Stadt. Wunderschön. Ja, dann letztes sind wir noch ein paar Mal nach Vietnam gefahren, haben, die Mutter war schon tot, die war praktisch verhungert und wir konnten nichts schicken, das kam nicht durch. Ne? Und ja, dann war der Vater mit dem Boot, mit dem kleinen Boot, sehr verkleinert und den noch minderjährigen Kinder. Und einige waren schon erwachsen, die arbeiteten irgendwo. Der Vater. Ja. Und dann letztendlich die Brücke. Deshalb die Brücke von Europa. Von der Verein. Der Verein. Den haben wir dann gegründet, damit wir viele Orte kannten. Vor allem die Krankenhäuser, die dringend Apparate brauchten, Medikamente brauchten. Also das haben wir dann alles organisiert. Also alles in die Gegend von Hue. Und der Verein hieß dann die Brücke? Ja, die Brücke von Deutschland, Europa nach Vietnam. Eva, du hast vorhin... Oder wir haben vorhin erfahren, dass du irgendwann das Bundesverdienstkreuz bekommen hast. Oh ja. Wofür und wann war das? Wann war das? 2007. Ja, hauptsächlich für die Arbeit in Vietnam. Durch die Gründung dieses Vereins. Und wir haben denen ja viel, viel geschickt an Krankenhaus. Ausrüstung. Ja. Deshalb die Brücke von Deutschland nach Vietnam.
Wobei, wir haben nicht gerade sehr auch Sorgen war damals, weil es ja also mindestens zur Hälfte kommunistisch war. Also, wir waren auch schon bei den Alliierten nicht so arg begeistert. Willst du ausmachen? Bei mir ist besonders ein Satz hängen geblieben, als Sie erzählt haben, dass Sie in Vietnam waren und dass man abends sich also einschließen musste. Ja. Und dann haben Sie so gesagt, aber mir hat das nichts ausgemacht. Ich bin froh, dass ich das alles erlebt habe. Ja. Hatten Sie nie Angst? Nö, nicht direkt. Sie hatten so eine Überzeugung, dass Sie haben so viel vorher erlebt, dass Sie gedacht haben, also das mir passiert nichts, oder? Nö, das ist weil ich wollte immer und ich hatte immer Tendenz zu erleben zu wollen. Mhm. Und das war auch ein Erlebnis.